Ja, wir haben in den letzten 2 Wochen, glaube ich, alle miteinander extrem hart daran gearbeitet, dass das Sommersemester heute mit dem Vorlesungsbetrieb starten kann. Wir haben sehr erfreulich aus den meisten Fakultäten die Rückmeldung, dass das im Falle der Vorlesungen und auch der Seminare weitestgehend gelingen wird. Was wir eben leider jetzt akut nicht umsetzen können, sind die Praxisveranstaltungen. Die Praxisveranstaltungen werden wir nachholen. Wir sind ja regelmäßig mit unserem Ministerium im Gespräch, auch mit den anderen Hochschulen im Gespräch. Es gab in der letzten Woche eine Vereinbarung auf KMK-Ebene, also bundesweit, die jetzt auch die Eckdaten für das Wintersemester festgelegt hat. Und mit dieser Festlegung können wir jetzt anfangen, die Nachholblöcke für die Praxisveranstaltungen und auch für die Prüfungen zu planen. Wir haben von einigen Kolleginnen und Kollegen schon gehört, dass es sehr gut angefangen hat. Wir haben aber auch erfahren, dass es tatsächlich die vermutlich auch erwartbaren technischen Probleme gab. Die Kollegen des Rechenzentrums sind mit Hochdruck dabei, das in den Griff zu bekommen. Das war nicht ganz überraschend, dass uns diese erste Woche sicherlich hier und da noch Schwierigkeiten bereitet, aber wir sind sehr optimistisch, dass wir diese Probleme schnell lösen können werden. Ich glaube, besonders bemerkenswert ist, dass es uns in der kurzen Zeit und in der Breite der Fakultäten, in der Breite der Anforderungen gelungen ist, dieses Sommersemester so besonders, wie es eben ist, trotzdem auf den Weg zu bringen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass das für viele Kolleginnen und Kollegen ja auch in der Vorbereitung extrem schwierig war, mit Familie, mit den anderen Umständen gemeinsam das auf den Weg zu bringen. Wir haben tolle Hilfe erfahren, zentral. Wir haben aber auch gehört, dass die Fakultäten und die Kolleginnen und Kollegen selbst sich gegenseitig unterstützen, kleine Gruppen eingerichtet haben für die Beratung. Und ich glaube, dass diese Zusammenarbeit und dieser Wille, dieser Mut, es zu versuchen, einfach ein ganz großer Erfolgsfaktor war und hoffentlich auch weiter sein wird. Also im Moment ist das tatsächlich noch vage. Es hat uns, glaube ich, allen sehr geholfen, dass die KMK in der letzten Woche gemeinsam bundesweit einige Eckpunkte festgelegt hat. Eben auch, dass das Semester starten darf, dass das Sommersemester in seinen Zeiträumen so bleibt, dass wir das Wintersemester ein wenig später beginnen werden mit dem Vorlesungsbetrieb, nämlich am 1.11. Das wird für uns kein größeres Problem darstellen. Wir sind jetzt schon dabei, eben mit dem Referat für Studium und Lehre und natürlich auch weiter mit den Dekanen zu planen, wie wir jetzt die folgenden Zeitblöcke einfach anordnen können. Was kann noch im Semester stattfinden? Was muss dann im Sommer nachgeholt werden? Wie können wir die Prüfungsblöcke so setzen, dass sowohl das Sommersemester als auch das letzte Wintersemester eben für die Studierenden zumutbar auch abgeprüft werden kann? Ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir in den nächsten 1, 2 Wochen hier Lösungen finden werden. Es hängt aber, und das so ehrlich muss man sein, natürlich nach wie vor davon ab, wie es nach dem 20.04. weitergehen wird mit der Präsenz. Ja, wir möchten uns ganz, ganz herzlich bedanken bei allen, die dazu beigetragen haben, dass wir dieses Sommersemester starten können. Wir wissen, dass das eine extrem große Herausforderung war. Wir wissen sehr zu schätzen, wie viel Zeit Sie, wie viel Engagement Sie in diese Umsetzung gesteckt haben. Das wird uns allen, glaube ich, helfen, dieses Semester, auch dieses Semester, was wir so unter solchen Umständen hoffentlich nie wieder erleben werden, trotzdem zu einem Semester zu machen, von dem wir am Ende etwas mitnehmen und von dem wir am Ende auch etwas lernen. Und wir dürfen, glaube ich, bei aller Sorge, berechtigten Sorge um unsere eigenen Bedingungen im Moment ja nicht vergessen, dass es anderen Menschen gerade noch viel, viel schlechter geht. Und insofern sind, glaube ich, unsere Herausforderungen welche, die wir bewältigen können. Und nochmals, wir möchten allen Kolleginnen und Kollegen, allen Studierenden, allen Mitarbeitenden dieser Universität sehr herzlich dafür danken, dass sie das mit uns gemeinsam auf den Weg gebracht haben und auch weiter umsetzen werden.